dann werden hier bald ganz schlimme Dinge geschehen. Selbst in den besten Menschen wird sich ein dunkles Tor zum unvorstellbar Bösen öffnen. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Frohe Ostern. Ja, frohe Ostern auch von mir, vom Erik. Auch von mir. Und ich hoffe, alle haben ihre Geschenke irgendwo gefunden. Ansonsten findet man die dann im Laufe des Sommers dann noch irgendwo vergammelt in der Ecke und die Schokolade zerlaufen. Oh ja. Gott. Ja, oder du machst es wie ich. Ich hatte einen Mini-Osterhasen in der Hosentasche vergessen. Und sitze auf der Toilette und wundere mich über einen großen braunen Fleck am Fuß. Okay. Das war ein Hallo-Wach-Effekt, ey. Und das war nicht der Hase. Jetzt. Ja, doch. Genau, ich hätte ihm alles zugetraut. Die Pointe am Schluss. Dem Geschmack nach war es der Hase. Und das war gar nicht die Hose, wo ich den Hasen vergessen hatte. So, naja, jetzt sind wir drin im Thema. Das ist hervorragend. Unsere Sneak Preview der vergangenen Woche, unsere Corona-Sneak, muss man es ja nennen, Home-Sneak. Heim-Sneak. Ja, nennt sich, oder war der Film Dunkel, fast Nacht, den es gab bei kinoondemand.com. Und da hatte ich ja vor längerer Zeit mal den Trailer gesehen, fand ich jetzt ganz interessant, so den Trailer zumindest. Und deswegen haben wir gedacht, wir schauen mal den Film an. Ist ein polnischer Film, ein polnisches Kriminaldrama, würde ich es mal nennen, geht fast 2 Stunden und ich glaube, wir können nicht allzu tief in die Story einsteigen, weil diese ganzen Enthüllungen und sowas, das sollte man eigentlich vielleicht nicht vorwegnehmen, um dann nicht den Leuten den Spaß zu verderben oder das Interesse daran, diesen Film zu schauen. Es kommt auf jeden Fall eine Reporterin, die kehrt nach langer, langer Zeit wieder in ihre Heimat zurück und will dort journalistisch gesehen das Verschwinden von ein paar Kindern aufarbeiten und sucht danach nach Quellen und spricht mit Leuten. Und sie muss halt dann feststellen, dass in dieser kleinen polnischen Ortschaft, ja, dass da ganz schön viel quer läuft, dass da ein ziemlicher Sumpf ist hinter der doch ganz ansprechenden Fassade vielleicht von vielen Häusern, dass sich wirklich tiefe Abgründe auftun. Und auch bei den Ermittlungen, was da jetzt mit den Kindern passiert ist, stößt sie auf eine Geschichte, die wirklich ganz weit auch in der Historie zurückreicht, bis hin dahin, wo zum Beispiel dann Polen erst von den Nazis besetzt war und später dann eben von den Russen besetzt war. Und was dort teilweise mit den Familien so passiert ist, was da vielleicht auch mit den Kindern passiert ist, die dann ja versucht haben, irgendwie ihr Leben zu retten. Und vor diese ganzen schockierenden Geheimnisse wird sie dann gestellt und wird halt auch mit ihrer eigenen Vergangenheit dann konfrontiert. So kann man es vielleicht zusammenfassen, oder? Ja. Ich glaube, also auf jeden Fall, der Film macht es einem nicht einfach am Anfang, also mir zumindest nicht. Also der Einstieg war sehr, sehr schwer, weil es wirklich irgendwie so auch ganz anders ist. So, ich meine, wir hatten damals in der DDR, haben wir einige polnische Filme auch im Kino gesehen. Da waren ein paar ganz gute dabei, ein paar weniger gute. Was immer dabei war, waren irgendwelche Sexszenen. Das war immer ganz interessant für uns als kleine Jungs damals. Aber ansonsten... Ja, hatten die immer so ganz, ganz komische Stimmung und der hier war auch wieder so. Es war fast ein bisschen so von der Art her, könnte man es vergleichen mit solchen düsteren skandinavischen Thrillern, wo irgendjemand irgendwo hinkommt in so ein Dorf und dann erst sieht alles ganz okay aus und dann blickt er so ein bisschen hinter die Fassade und dann ist wirklich ganz, ganz furchtbar, was dann so abgeht. Aber hier halt auch auf so eine ganz krude Art irgendwie erzählt, so völlig ungewohnt von dem, was man so kennt. Die ganze Art, wie die Geschichte aufgebaut ist und wie die dann mit Leuten dann viele Rückblenden, wo das dann so erzählt wird, was da passiert ist. Und irgendwie schlittert man so in so einen Sumpf rein und es wird einfach nur immer schlimmer und immer schlimmer, oder? Da war irgendwie dunkel, fast Nacht, also da war irgendwie kein Licht am Ende des Tunnels irgendwie zu sehen. Es wurde immer dunkler und immer dunkler und was
was ja dann wenigstens bei diesen skandinavischen Sachen ja immer noch ist, dass dann meistens irgendwie so ein Verantwortlicher dann irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird. Hier, wenn ich da denke an diese ganzen, wo wir auch im Kino was gesehen hatten, hier mit Verblendung und sowas, ne? Da ist ja dann meistens so, da finden die auch irgendwelche düsteren Geheimnisse raus und irgendwie bringen sie es dann noch zu einem guten Ende, weil dann irgendwie noch Rache geübt wird und irgendwas passiert dann noch, ne? Aber hier ist ja auch nicht, das ist ja einfach nur wird immer dunkler. Ja. Ja. Ist schwerer Tobak, sagen wir es mal so. Der Name ist Programm. Super, ja, es ist, also, wie du schon gesagt hast, man kommt super schwer rein. Also die erste halbe Stunde, würde ich mal sagen, ist brutalst zäh und es wird irgendwie nicht besser. Also fand ich jetzt, ich fand das auch, dann läuft es mal und es ist schon vieles, was da angesprochen wird, viele Charaktere. Ich habe mir da teilweise wirklich die Namen überhaupt gar nicht gemerkt, weil mir das schon so war und ja, es wird das so ein Film, der hat mich nicht so wirklich abgeholt. Mir war es wirklich in dem Fall zu träge einfach. Alles und zu, ja, dann auch ein Stück weit belastend. Ja, ziemlich belastend. Ja. Also das nimmt einen schon ganz schön mit, was man da so sieht. Also dann wirklich ganz, ganz üble Sachen, was da so den Kindern widerfahren ist und weshalb die dann auch teilweise, manche sind abgehauen, manche sind halt einfach wirklich verstorben oder irgendwas und dann auch ganz seltsame Figuren und es ist halt, ich glaube, ich verstehe so ein bisschen das Anliegen von dem Film, weil da geht es halt auch um so Themen wie Fremdenhass, da geht es um Themen wie, naja, eben auch Nazi-Besetzung und russische Besetzung, worunter ja Polen sehr stark zu leiden hatte, sowohl als auch, die haben sich ja alle beide da nichts genommen, glaube ich, damals. Und was da die Bevölkerung erleiden musste und was dann auch teilweise in der Bevölkerung dann auch weitergegeben wurde von denen, die da irgendwie so einen Knacks bekommen haben in der Zeit, was die dann wieder ihren Kindern wiederum angetan haben, weil denen irgendwie was angetan wurde. Das ist irgendwie so eine Spirale, die da in Gang gesetzt wird, die man hier in dem Film sieht, was einfach sehr, sehr unangenehm ist. Und es macht also keinen Spaß, diesen Film zu sehen. Es ist auch nicht irgendwie eine spannende Ermittlung oder so. Es ist einfach sehr, sehr furchtbar. Ich verstehe das Anliegen von dem Film, aber das hätte man besser umsetzen können, finde ich, dass es auch kinogerechter ist. Ich meine, das ist ein Kinofilm, sieht man am Format und allem. Aber ja, da ist noch einiges zu tun. Übrigens hier, ich bin bei Moviepilot gerade auf der Seite zu dem Film. Steht da Filme, ja. Filme wie Dunkel fast Nacht. Was würdest du sagen? Welche Filme sind so ähnlich? Dann sage ich dir, was hier steht. So ähnlich wie Dunkel fast Nacht. Oh, keine Ahnung. Da steht hier als erstes Knives Out. Und oh, nein! Als drittes steht hier Midsommar. Ah, na, ich weiß okay. Nicht, ob diese Vergleiche, ob man das so nehmen kann. Ich glaube nicht. Nein, eher nicht. Nee. Also von mir bekommt der 5 Punkte. Hat mich jetzt nicht überzeugt und ich empfehle ihn auch nicht weiter. Ich habe den in der Metropol-Sneak-Gruppe auch nicht weiter empfohlen. Ich bin da bei dir bei der Nicht-Weiter-Empfehlung und ich gebe ihm 4 Punkte. Weil es ist schon, weil es halt ziemlich, ich respektiere es, dass er sich einem ziemlich krassen Thema angenommen hat und alles, nur ja. Aber ich habe heute noch einen schlechteren Film im Angebot, deswegen ist das schon okay. Also überschlagsweise, also diesen Film haben jetzt in unserer Gruppe nicht so viele geschaut, wenn ich das sehe. Den anderen hat ein paar mehr geschaut. Ja, die haben es bewertet, das weiß man ja nicht. Ah ja, Bewertung, ja. Also ich überschlag mal so, das ist irgendwie so bei 3,5 von 10 hier. In der Metropol-Sneak-Gruppe, wo ihr auch, falls ihr die Sendung hört und ihr habt jetzt Dunkel fast Nacht gesehen, dann könnt ihr da auch gern abstimmen, Metropol-Sneak auf Facebook. So, Chris, was ist denn für nächste Woche geplant für eine Sneak-Preview? Ist auch wieder sowas Düsteres, oder? Ja, wir haben was ziemlich Düsteres. Das ist dann nämlich für die, also das wird dann die dritte Heim-Sneak und jetzt gehen wir mal einmal, machen wir einen Schritt weg von dem Kino-on-Demand, von der Kino-on-Demand-Seite, sondern gehen auf ganz andere Seiten und auf ein ganz anderes Vorhaben, was da läuft. Und haben uns entschieden für die Sneak dann am 13.04., also die Heimsneak am 13.04.
den Film Die Känguru-Chroniken auszuwählen. Hat den Grund, ja, der lief im Kino und hat schon angefangen in, im Kino und alles. Aber lief natürlich nicht wirklich lange. Ich glaube, der lief jetzt eine Woche, dann wurden die Kinos dicht gemacht oder ein paar Tage nur. Und die haben sich dann entschlossen, den Film für On Demand reinzustellen. Aber ein Teil der Einnahmen geht auch wieder den Kinos zugute. Und deswegen haben wir uns entschlossen zu sagen, hey, das wollen wir doch auch unterstützen. Und deswegen ist unsere nächste Heim-Sneak die Känguru-Chroniken. Da bin ich gespannt. Ja. Ich auch. Ja. Wir schließen uns dem asozialen Netzwerk an. Ja. Da bin ich Kate gespannt. Freut sich sehr drauf. Ja. Also, wir gucken das bis nächste Woche und reden dann in der nächsten Sendung drüber. Und genau. Könnt ihr, geschätzte Hörer, ihr könnt das ja auch tun und dann. Vorzugsweise natürlich Montagabend. Ja, wenn es zeitlich passt. Vorzugsweise. So, was haben wir denn noch im Angebot im Heimkino? Heimkino. Ah, Chris hat hier vorgelegt. Ja, das kann man eigentlich relativ schnell machen. Weil ich habe überlegt, gestern noch so, hey, eigentlich möchte ich noch kurz ein Filmchen schauen oder so, da hätte ich noch voll Bock drauf, während ich in einem bekannten Computerspiel noch ein bisschen meine Skillung verändere. Und ja, ich bin mal gespannt, ob da was ist. Müssen wir mal nachher durchgehen. Und habe dann Child's Play angeschaut. Den gibt es gerade auf Sky. Und ist eine Neuauflage von den alten Chucky-Filmen. Chucky die Mörderpuppe. Der erste hieß ja auch Child's Play. Ne? Also das Original hieß, glaube ich, Child's Play. Und ja, es ist halt Chucky, die Mörderpuppe oder Child's Play ist transformiert in die Neuzeit. Heilige Kuh. Also, ich ringe immer noch nach Worten, weil, ja, also Hauptrolle, eine der Hauptrollen hat Aubrey Plaza. Die spielt die Mutter, Mutter Karen. Und das fand ich schon mal ganz gut. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen ein Bonus-Ding. Ansonsten ist es wirklich so, die Mutter, also Karen, arbeitet im Spielzeugladen und in seinem Spielzeughandel. Und da gibt es eben diese neue Buddy-Puppe. Und Buddy kann eben alles. Buddy steuert deinen Fernseher. Buddy hat eine Kamera zur Überwachung der Kids. Buddy kann das. Buddy ist total verknüpft. Buddy ist wie diese Sprachassistenten von Herstellern wie Apple, Google, Amazon und sowas, alles komplett verknüpft und kann sich auch mit denen verknüpfen und dann zu Hause alles steuern und erinnert dich an die Termine und redet mit dir und Buddy ist der absolute Hammer. Und wir erinnern uns vielleicht an Chucky zurück. In Chucky steckte ja ein Serienkiller, dessen Seele da rein transformiert wurde. Und bei Buddy ist alles ganz neu, weil in Buddy steckt kein Serienkiller, in Buddy steckt ein manipulierter Computerchip. Oh. Das heißt, Chucky heißt nicht mehr Chucky? Doch, Chucky heißt Chucky, weil der okay. Junge, dessen Namen ich vergessen habe, um den es geht, der 13-Jährige, der nennt ihn Chucky. Weil du gibst dem Buddy gibst du einen Namen und dann sagt er, okay, ich nenne dich Chucky. Und deswegen heißt er Chucky. Ich glaube, es war Andy, oder? Müsste es gewesen sein. Andy, wie bei Toy Story. Ja, Andy, wie bei Toy Story. Und wieder ja, es ist Andy. Cool. Also Gabriel Bateman. Ist aber mit, nicht mit nee, dem ist, Bateman verwandt, oder? Nein, ist nicht mit dem Bateman so verwandt. Und ja, nennt ihn halt Chucky. Und ja, warum hat Chucky diesen bösen Chip drin? Weil eben die ganzen Puppen werden in Vietnam gefertigt und da wird einer der Mitarbeiter von einem Vorgesetzten richtig dumm angemacht und richtig zusammengefaltet und aus Rache ändert er das die Programmierung auf dem Chip, den er dann Chucky einpflanzt oder halt dieser Buddy-Puppe. Und da die defekt ist, kommt sie eben über Umwege an diese klamme Familie, an Karen, die zum Geburtstag ihrem Sohn den Buddy schickt. Und dann werden das natürlich zuerst richtig gute Freunde, weil natürlich
Andy hat ein Hörgerät, ist so ein bisschen Außenseiter, hat nicht so wirklich Freunde. Sein Stiefvater, das ist der Freund, ne, von der Mutter, hat, mit dem kommt er auch nicht so zurecht. Also hat keine leichte Kindheit, keine leichte Jugend, und aber hat jetzt den Buddy als Freund und erlebt halt ganz arg viel Sachen mit ihm. Und Buddy, oder vielmehr Chucky, möchte es ihm halt recht machen und begibt sich dann auf Killer-Tour. Mhm. Kann man, glaube ich, so sagen. Ich habe den Film vor einiger Zeit gesehen. Ich kann mich an nichts erinnern, was du gerade erzählt hast. Ich fand den so schlecht, dass ich auch entschieden habe. Aus dem Jahr 1988, ne? Also das ist ja schon eine Ecke her. Und ich weiß noch, Chucky war zu meiner Zeit so dieses, oh cool, ah Chucky, Chucky gehört irgendwo dazu. Was weiß ich, wie viele Teile es davon gab. 2013 kam ja noch hier Curse of Chucky raus. Und der war ja schon wirklich unsäglich, ne? Ja, der ging, sagen wir so. Der war schlecht, aber war halt so ein bisschen trashig wie die Originalserie. Aber dann, ja, genau, das, was du jetzt gesehen hast, das habe ich ja auch gesehen vor einiger Zeit. Cult of Chucky war auch so. Also Cult of Chucky, ja. Aber das, was du jetzt gesehen hast, das ist ja quasi nicht von den Originalmachern. Quasi, die wollten. Ein Reboot. Genau. Und die Originalmacher haben aber auch irgendwie eine Serie geplant. Und da sind auch die Originalleute mit dabei. Und auch der Originalsprecher von Chucky, der Brad Dourif. Der hat zum Beispiel bei Herr der Ringe diesen einen gespielt, der diesem einen König, ich glaube Theodem, immer dieses eingeflüstert hat, der so immer so reingeflüstert hat, ne? dieser böse Zauberer da. Und der hat auch die Chuckys immer gesprochen. Genau. Okay. Die machen eine Fernsehserie. Die soll besser werden. Okay, ja, das ist ja mal bestimmt interessant. Chucky in also, Serie. Was wünscht man sich mehr? Dann halt mit der richtigen Puppe. Nicht mit der abgesehen davon, dass mir die Buddy-Puppe so an sich schon überhaupt nicht gefallen hat. Ich finde die total hässlich, muss ich mal so sagen. Chucky ist so ein Gesicht, denke ich, aber der neue Chucky ist für mich kein Gesicht. Also das ist so ein Remake, wo ich nicht weiß, ob man es gebraucht hätte. Ich habe unfassbar viele Facepalms in diesem Film gehabt, weil es einfach so rotzedumm ist teilweise. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Ich glaube, der Erik hat es schon ganz passend gesagt mit, du hast ihn vor einer Weile gesehen und hast nichts mehr dazu in Erinnerung. Ich habe ihn halt noch relativ präsent, weil ich ihn erst gestern gesehen habe. Aber so einen Quark habe ich selten mal wieder gesehen. Also das war echt das Verschleudern einer Franchise oder von einem eigentlich, ja, von ich, für mich hat Chucky so einen Platz in der Riege zusammen mit Freddy Krueger, mit Jason Voorhees und wie sie alle heißen. Da gehört Chucky für mich rein. Der neue Chucky gehört da für mich überhaupt nicht rein. Ja. Das ist auch, glaube ich, der Beweis, dass nicht alles besser ist, nur weil es Bluetooth hat. Also ist ja, glaube ich, auch. Na gut, an der Kinokasse, der war halt billig, ne? Der hat ja nur 10 Millionen gekostet und hat halt irgendwie 30 Millionen in den USA schon eingespielt. Also der lief schon ganz okay, also aber trotzdem, wenn da die Fernsehserie kommt, dann wird ich denke, für so Kids ist es wirklich sowas mit, wir haben voll den harten Horrorfilm gesehen. Nein, habt ihr nicht. Ein richtig harter Horrorfilm ist Spice World. Aber ansonsten ansonsten Filmzitat aus Scream 2. Ja, ich weiß. Nein, das war Showgirls. Ach so, stimmt. Der sagt, ja. Stimmt. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Showgirls, genau. Nein, also Child's Play, die Neuverfilmung, hat mich auch mal wieder überhaupt nicht abgeholt, weil ich es echt einfach nur Panne fand. Ich gebe ihm 2,5 von 10, 2 Punkte für den Film, die 0,5 gibt für Audrey Plaza. Und that's it. Weil die ist einfach witzig, aber ja. Aber wer war das jetzt? Ist dir schon mal aufgefallen, dass du immer extra Punkte für Frauen-Schauspieler gibst, aber nicht für männliche Schauspieler? Ja. Überleg mal, warum er mit einer Frau zusammen ist und nicht mit einem Mann. Weil ich finde Frauen einfach besser. Ja, aber es gibt auch männliche Darsteller, die sehr, sehr gut sind. Die auch mal einen extra Punkt verdient haben. Er bewertet ja nicht den Darsteller. Oder? Oder? Natürlich. Natürlich, okay. Bin doch kein Sexist. Ah, dann sind die anderen 2 Punkte sind für den Chucky, ja. Genau. Okay.
Naja, das war ja ein Highlight jetzt gerade. Child's Mega. Play. Ich glaube, ich warte dann mal auf die Serie. Wie gesagt, ich habe den vor, weiß nicht, halbem Jahr oder so habe ich den mal irgendwo gesehen. Aber jetzt lief der auf Sky, ne? Den gab es ja vorher dann schon auf zum Ausleihen hier bei Amazon. Da hatte ich ihn, glaube ich, mal geklickt. Weil ich mochte eigentlich die alten Chucky-Filme mochte ich ganz gerne. Es hat ja lange gedauert, ja, bis die mal uncut irgendwo VHS dann damals irgendwie zu bekommen Eben. Waren. Und da war es ja gerade der eine Teil, ich glaube, der dritte war es, der angeblich da so einen Jungen dazu gebracht hat, auch einen Amoklauf zu machen. Das ist natürlich nicht so schön. Naja. Ja, aber es war halt so richtig, das war halt ein Horrorfilm, ne? Nach so ein Bam-Splatter-Gedöns. Okay. Aber egal. Ja, ihr habt jetzt noch einen zusammen gesehen, dann mache ich mal vorher kurz noch meinen. Ich habe Coma gesehen. Coma. Da hatten wir mal den Trailer vor einem halben Jahr oder so, denke ich, besprochen. Ist ein russischer Science-Fiction-Film. Und es handelt sich darum, dass wir am Anfang einen Typen sehen, der in so einer Art Traumwelt unterwegs ist, sieht dort jede Menge so Gebäude und wacht dann aus dem Traum auf und ist in seiner Wohnung und irgendwie ist es so, wie wenn zum Beispiel, wenn du dich in einem Online-Game oder sowas einloggst, in einem großen Multiplayer-Online-Game, wenn sich dann so die Welt so teilweise so erst aufbaut, ne? Wenn das so Teile erst noch fehlen und dann baut sich was auf und so ungefähr ist es in seiner Wohnung. Das heißt, es ist da irgendwie manchmal komisch, manchmal kommt dann plötzlich noch was dazu und bringt ihm irgendwie so ein komisches Gefühl und er geht dann raus und gerät dann auch in so einen Kampf rein. Da sind so ein paar Leute, die verteidigen sich gegen was und dann schaut er so nach oben und da ist das so ähnlich wie bei Inception, wo dann so die Welt so nach oben geklappt ist, ja, bei der einen Szene. So ungefähr ist es hier auch. Also sieht er plötzlich so andere Städte oder sowas über sich und er wird von diesem Team mitgenommen, weil die vor was fliehen müssen und er kommt dann nachher zu denen in ihr Camp und sagen, ja, wir sind alle in so einer Art Koma und das ist hier so eine Art Zwischenwelt, wird relativ schnell erklärt, ist jetzt kein Spoiler oder irgendwas. Und da werden halt so die Mechaniken dieser ganzen Welt ihm erstmal erklärt, also so und so ist es, dann gibt es halt diese Wesen, das sind quasi irgendwelche Sachen, die was auslöschen wollen und ja, und er hat aber auch immer noch so Erinnerungsfetzen, die immer mal so reinploppen, was vor seinem, bevor er ins Koma gefallen ist, passiert ist, wo er auch gern noch ein bisschen weiter drauf zugreifen würde. Und dann kommt auch noch mit dazu, dass sie ihm, die Leute, die ihn da in Empfang genommen haben, die sagen ihm dann, er muss aufpassen, dass er nicht in eigene Träume reingeht, sondern wirklich nur in diese Welt, die dort gebaut ist, in der er sich bewegt, weil wenn er in die eigenen Träume reingeht, die teilweise sich vor ihm auftun, dann kann das zu Problemen führen, also kann er sich auch drin verlieren. Hat sehr, sehr viel von Inception, wie man so merkt, also mit Traum im Traum im Traum und so. Und ich fand die Effekte hier wahnsinnig gut. Also das ist wirklich ein Eye-Candy, der Film. Krankt leider ein bisschen an der Story. Ist ein bisschen so, ja, ich würde nicht sagen One-Trick-Pony, aber es ist halt, die können wirklich wahnsinnig geile Effekte machen. Das sieht so gut aus. Aber sie haben sich irgendwie zu sehr darauf verlassen, dass sie die Effekte gut hinbekommen und haben die Story so ein bisschen vernachlässigt. Die ist so teilweise ein bisschen Banane, also wenn sie dann irgendwie von Punkt A nach Punkt B müssen, um da was zu finden, um zum Punkt C und dann ist ja noch diese Story, wie ist er überhaupt in das Koma gekommen, diese Ermittlung. Das ist auch, ja, ganz, ganz okay gemacht, ja. Wer sich ein bisschen für Film interessiert, der sollte diesen Film auf jeden Fall anschauen. Allein wie wahnsinnig gut die Effekte aussehen. Also da sind auch Szenen, die sie draußen gedreht haben, da haben sie wirklich solche Zusatzeffekte mit eingefügt. Das sieht alles so wahnsinnig gut und echt aus. Wirklich, das hat man ja schon ein paar Mal gesehen bei so russischen Filmen, bei Nochnoi Dozor zum Beispiel, Wächter der Nacht und Wächter des Tages. Da waren ja auch schon die Effekte so wahnsinnig gut. Und hier Timur Bekmambetov, der russische Regisseur, hat ja auch bei Wanted zum Beispiel, bei dem Film, da war auch der Film nicht besonders gut, aber waren ein paar coole Effekte drin damals. Und Coma ist jetzt von Nikita Agunov und die Schauspieler kennt man natürlich alle nicht, die da drin sind. Aber ich denke mal, das ist noch einer, von dem wird bestimmt jetzt Hollywood ein bisschen, auf den wird jetzt ein bisschen aufmerksam und auch diese Trickschmieden, die dahinter stecken, hinter Coma, die werden bestimmt jetzt größere Aufmerksamkeit bekommen.
also auf jeden Fall mal anschauen. Aber von mir so rein für den Film an sich bekommt der 4 Punkte. Aber die Effekte sind der Wahnsinn. Ich mal angucken. Ja, kannst ja mal reingucken, Chris. Ja, klingt gut. So, kann man auch nebenbei mitlaufen lassen, wenn man seinen Charakter baut oder so. Da verpasst man nicht viel. Er macht sowas. Ihr habt noch einen Film, den habe ich ja auch schon gesehen. Mal sehen, wie ihr den fandet. Ja, den darf jetzt Kate vorstellen. Okay, also wir haben noch angeschaut Men in Black International, die quasi die Reboot, wenn wir heute bei Reboot sind, der Men in Black Geschichte. Dieses Mal steht eine junge Dame im Mittelpunkt, gespielt von Tessa Thompson. Sie heißt Molly und als sie Kind ist, sieht sie die Men in Black bei einem Einsatz, wird aber nicht geblitzdingst. Und somit erinnert sie sich dran und weiß, dass sie da irgendwas gemacht haben. Und lernt auch ein kleines Außerirdisches kennen. Und seitdem versucht sie dann rauszufinden, was da dahinter steckt, hinter den Männern im schwarzen Anzug. Und verbringt auch ihre ganze Freizeit damit, während sie erwachsen wird. Und eines Tages kriegt sie einen Hinweis, dem sie nachgeht. Und tatsächlich, sie befindet sich mitten im Hauptquartier der MIB in New York und trifft dort auf altbekannte Gesichter, wie zum Beispiel Agent O. Und auch an den ein oder anderen Alien erkennt man wieder. Und sie wird aufgrund ihrer detektiven Fähigkeiten und Cleverness mal auf Probe eingestellt. Und aus Molly wird Agent M. Und ihr erster Auftrag, da muss sie nach London zu einem anderen Kollegen reisen. Der heißt Chris Hemsworth, Agent H, gespielt von Chris Hemsworth. Und die sollen einen Außerirdischen aus einem Königshaus, sagen wir mal, bewachen und gucken, dass er eine gute Zeit auf der Erde hat und dass da nichts passiert. Das geht allerdings ein bisschen schief. Und er gibt der Agent M was in die Hand, auf das sie aufpassen soll. Und dann beginnt ein Wettlauf quasi. Denn das, was sie da hat, will nicht nur sie haben, beziehungsweise sie beschützen, sondern es wollen auch andere Mächte und andere Aliens haben. Und somit muss sie mit Agent H zusammen versuchen rauszufinden, was das ist und was das alles mit sich was das Ganze auf sich hat. Und mehr will ich eigentlich dazu gar nicht sagen, weil da gibt es ja noch den einen oder anderen Wende und das eine oder andere Kniff, den man vielleicht nicht erwähnen sollte. Er war jetzt kein klassischer Man in Black, meiner Meinung nach. Also ich finde, es geht nichts über den allerersten Man in Black hinaus. Die anderen waren alle immer so ein bisschen schwächer. Allerdings fand ich den Man in Black International jetzt tatsächlich besser als zum Beispiel den dritten Teil von Man in Black. Ich fand den witzig. Was mich ein bisschen genervt hat, da kommt später so ein kleines Sidekick, was dann immer mit denen mitfährt. Der ging mir ein bisschen auf die Nerven. Der hätte gar nicht sein müssen. Ansonsten, ich fand den Film wirklich gut. Ich fand Tessa Thompson als Agent M sehr gut. Sie war frech und wollte wissen, was das alles auf sich hat. Also war halt neugierig und so. Das war irgendwie charmant. Und Chris Hemsworth ist halt Chris Hemsworth. Was soll man dazu sagen? Er ist halt Chris. Aha. gibt extra Punkte, ne? Also ich fand den Film wirklich gut. Also ich würde ihm jetzt keine 10 Punkte geben. Chris Hemsworth bekommt einen extra Punkt. Nein, hab ich nicht gesagt. Ich fand ihn aber gut. Also mir haben eigentlich die Effekte ganz gut gefallen. Klar, die Story ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, das ist neu, das ist brandheiß und gab's noch nie. Aber ich fand's ganz süß. Ich fand's gut gemacht. Also, Chris, was meinst du? Also, ich war ja ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht, weil ich auch schon gesagt habe, mal gucken, was das so kann und so. Und fand eigentlich jetzt am Ende so, bin ich jetzt nicht so weiterhin so ganz negativ eingestellt. Ja, es ist jetzt nicht der Top-Film schlechthin oder dieses, oh mein Gott, den muss man unbedingt sehen, sondern es ist eigentlich eine ganz solide Nummer, die nicht an die Originalteile rankommt, also an die ersten beiden. Und
Ja, es ist schon, es ist ein bisschen anders geworden. Ich fand es schön, dass sie so ein paar alte, bekannte Gesichter nochmal reingebracht haben, gleich zu Beginn auch mit den Aliens und so. Und schon ein paar Anspielungen auch an die alten Filme. Ich denke da nur an die Gemälde auch im Hauptquartier. Die Story an sich war schon ein bisschen vorhersehbar. Ein bisschen arg vorhersehbar, so streckenweise. Aber ja, insgesamt war es, ich fand es von den Effekten her, fand ich sehr cool. Weil, ja, es, die Aliens sind cool gemacht gewesen. Und so, nee, also ich kann ja nicht so viel Negatives über die Effekte wieder sagen. Also ich fand es gut gemacht, fand es schön gemacht. Auch gut ausgezeichnet, die Charaktere, die Alien-Charaktere. Die Humanoiden, ja, mein Gott, also er ist starbesetzt, Liam Neeson natürlich auch noch dabei. Und ja, es war, ich sag mal wirklich so, es ist eine solide Nummer gewesen. Und andererseits, Chris Hemsworth hat mir jetzt auch in der Rolle wieder nicht so gefallen. Ich fand ihn beim Ghostbusters Reboot fand ich ihn ganz schrecklich. Diesmal fand ich ihn jetzt auch nicht so gut. Tessa Thompson war okay. Aber ja. Also, ja. Er war okay. Ich fand ihn okay. Man kann ihn sich anschauen und ja. Du hast eigentlich alles Wichtige schon gesagt. Storytechnisch ist halt ein bisschen dünn. Ich fand ihn ja sehr enttäuschend. Hab mir da sehr viel erhofft davon. Damals, da war ich echt enttäuscht. Oder dann, ich hab den ja im Kino gesehen, das hab mal nachgeschaut. Das war die Folge, wo ihr Parasite geschaut habt, eine Sneak. Ja. Und da hab ich den ja irgendwie in der Woche im Kino geschaut gehabt. Und ich mochte das ja total. Wir hatten damals den ersten Film auch in der Sneak Preview. Das war ja der Hammer. Also, wo der anfing, der fängt ja so ein bisschen komisch an mit dieser Schrift hier. Das sah ja aus wie ein Kinderfilm oder so, mit dieser Fliege, die da fliegt, ne? Und so, ja. Und dann so Batsch und so, hä, was jetzt? Und also wusste ja noch gar nicht, was sich da erwartet, ne? Ich hatte damals bloß gelesen, dass der ein großer Erfolg in den USA war. Und ja, und da fand ich auch die Charaktereinführung von beiden, von Will Smith und von Dings hier, fand ich echt gut in dem ersten Teil. Also wie Will Smith erstmal gezeigt wird, wie er so Polizist ist und jemand verfolgt und wie er da so drauf ist. Und dass er dann vor die Entscheidung. Und hier war es so, ja, du wirst halt, kriegst da ein bisschen gezeigt mit dem kleinen Mädchen und so, aber das ist irgendwie, ja, das war jetzt irgendwie nicht so das, weißt du, das irgendwie, das war halt irgendwie cooler, wo sich Will Smith dann entscheiden musste für, ja, richtig, mache ich da jetzt mit oder Was mache ich da? Ist das jetzt interessant, so wie bei Matrix, ne? Die gelbe oder die rote oder die blaue Pille. Und ja, und hier so reingeschmissen, da war wirklich so eine Effektschlacht in dem ganzen Ding. Da war ja wirklich keine Szene ohne CGI. Das hat mich einfach so ermüdet, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Also, das hat mir aber gerade eher gefallen wieder. Also. War immer irgendwas. Das hatte gewirkt, fast teilweise wie irgendein Pixar-Film irgendwie. War ja in jeder Szene, die war, außer den Hauptpersonen, war ja irgendwie fast alles animiert da drin. Also, ja. Also für mich war das nichts und das hat ja auch, glaube ich, an der Kinokasse nicht so eingeschlagen, wie sie gedacht hätten. Also im Vergleich zu den Kosten, die das verursacht hat. Und ja, ich glaube, das wird es dann auch erstmal gewesen sein. Du kannst halt auch, wenn du Chris Hemsworth, ihr habt es schon alle gesagt, ne, der ist halt Thor, der ist halt, was hat er noch alles, der hat ja so viele Rollen schon gespielt, der ist halt schon, ja, auf eine gewisse Art von Rollen festgelegt, auf irgendwie so einen starken, coolen Typen. Während gerade hier bei Will Smith war halt das Coole, dass er eher so ein bisschen der Underdog war, der dann irgendwie so reingeschlittert ist und erstmal gezeigt bekommen hat, was da alles geht und so, what? Und alles total überrascht war und so von allem. Das hat mir hier irgendwie so ein bisschen gefehlt, so ein bisschen dieser Charme. Das war alles so, wir machen jetzt mal irgendwie so James Bond-mäßig das jetzt auf Man in Black und gerade auch London. Was soll das in London? Auf einmal, warum haben sie sich in den USA gelassen? Was soll das? Ja, man hat es halt ein bisschen mal geöffnet, das Ganze. Ja, außerdem Alien gibt es ja überall auf der Welt. Die sind ja nicht nur in den USA gelandet. Leben dort. Aber warum dann ausgerechnet London? Ja, dann mal auf irgendwas anderes machen. Die waren nicht nur in London. Ich fand die Szene mit Boateng war nicht gefühlt. Komplett Panne. Also das hätte ich nicht gebraucht. Aber egal. Ja, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, siehst du. Was gebt ihr so punktemäßig? Ich gebe 7. Ich gebe ihm 5 plus 1 für die Effekte. Ach so. Okay.
Okay, ich habe noch ganz kurz einen Film, den hatte Chris, wenn ich mich recht erinnere, ja schon besprochen gehabt. 100 Dinge habe ich auch mal auf Sky jetzt geschaut. Und da habe ich gesagt, der ist gar nicht so doof, ne? Genau, und da kann ich nur voll und ganz zustimmen. Ich fand, der hat regiemäßig und drehbuchmäßig hat er erhebliche Schwächen. Heieiei, wie gut hätte man den Film machen können, wenn man, also gerade wenn man den sich anschaut, dann kommt plötzlich eine Szene und dann agiert die eine Person jetzt mal irgendwie völlig anders, weil irgendwie in der Szene vorher hat sie irgendwie gerade was irgendwie eine Erfahrung durchgemacht, wo man weiß, ah okay, der ist jetzt so und so drauf, dann kommt die nächste Szene und dann hämmert er wieder völlig auf seine alten Sachen ein. Also irgendwie hat's, die Puzzleteile haben nicht so recht zusammengepasst. Also das ist eindeutig ein paar Regiesachen oder Drehbuchsachen. Hat ja der Dings hier, der Florian David Fitz hat ja selber Regie geführt und noch das Buch geschrieben. Also ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, würde ich sagen. Ansonsten fand ich es cool, wie es umgesetzt war. Auch witzig. Ein paar seltsame Kniffe haben sie dann drin gehabt mit der Frau da und was die da noch so, die sie da kennengelernt haben. Aber das habe ich dem Film verzeiht, weil der auch sehr, sehr charmant war irgendwie und hat mir echt gefallen. Das ist es. Das ist nämlich genau das, was ich in Erinnerung behalten habe. Dass es ein Film ist, der durchaus charmant war und das trotz Matthias Schweighofer. Ich mochte auch die Auswahl der Nebendarsteller. Ich mag immer, wenn bei einem Film nicht nur drauf geschaut wird, wen habe ich jetzt als Hauptdarsteller, wer soll das ganze Ding ziehen, sondern wenn geguckt wird, okay, wen kann man hier als coole Nebendarsteller verpflichten? Und da Wolfgang Stumpf, der auch im Film Wolfgang heißt, ja, Katharina Thalbach als die Oma und großartig, ja. Und wenn dann Wolfgang Stumpf erzählt, dann von damals und so, herrlich. Fand ich sehr, sehr nett, den Film. Also kann man wirklich empfehlen. Läuft jetzt auf Sky, gibt es bestimmt auch schon irgendwo im Streaming irgendwo zum Gucken. Ich gebe da 7,5/10. Alright, dann sind wir ja eigentlich schon soweit durch mit den Filmen für diese Woche. Mal gucken, was wir dann nächste Woche alles und so rauspicken aus dem großen Streaming-Potpourri, was es so gibt. Und schauen doch mal weiter in die Neustarts rein. Kinocharts und Neustarts. Also Kinocharts gibt's ja immer noch nicht. Ich würde gerade sagen, ist ziemlich optimistisch. Ja, mal gucken. Vielleicht wird sich ja dann. Die haben ja irgendwie gesagt, nach Osterferien wollen sie mal gucken. Aber dann lieber Ese Menschenleben aufs Spiel setzen, dann lieber noch ein bisschen alles zulassen, ne? Ja. So, dann gucken wir mal lieber, was es neu rauskommt. Heute haben wir den 12. April. 13. April. Ja. Jawohl, habe ich gefunden. Oh, es kommt eine Wiederauflage von Rollerball raus. gibt es jetzt auch in 4K und so weiter. Also wer den Film noch nicht kennt, ja, ein bisschen Mut zum Trash und so. Mehr kommt gar nicht. Was kommt noch? Ein was noch hier. The Farewell kommt noch. Ja. Den hatten wir hier in der Serie. Den haben wir als Screener gehabt, genau. Aber hieß der bei uns auch The Farewell? Nee, der hieß doch irgendwie anders. Ist der auch The Farewell? Oder hieß der Abschied? Ich weiß gar nicht. Ist egal. Also ich glaube, der hieß The Farewell. Keine Ahnung mehr. Der hat mir sehr gut gefallen. Geht's ja um die in New York aufgewachsene Billy, dass die Großmutter Nai Nai in China nur noch kurz zu leben hat, stellt alles bei ihr auf den Kopf, man geht zurück nach China und im Endeffekt lebt die noch ein bisschen eine Weile. Ne? So genau, war das, weil die Omi, im Gegensatz zu unserer Kultur, erfahren wir, dass es in China so ist, dass wenn jetzt ältere Menschen eine schlimme Diagnose bekommen, dann versuchen die Angehörigen das zu verheimlichen vor der älteren Person, damit sie eben noch schöne Zeit hat und nicht weiß, ah, scheiße, ich habe jetzt Krebs und ich habe nicht mehr lange oder so. Und so ist es bei der Omi eben auch. Die hat nicht mehr lange zu leben. Alle wissen es, außer ihr. Und damit alle nochmal zusammenkommen, arrangieren sie so eine Fake-Hochzeit und treffen sich alle dort. Und ich fand den Film sehr, sehr schön. Also wer den noch nicht gesehen hat. Fand ich ziemlich langweilig. Ja, so gehen halt die Meinungen auseinander. Dann, können jetzt die Zuhörer selber entscheiden, wie sie es finden. Vielleicht gibt es den dann auch im Streaming on Demand oder so. Kann man den dann auch gucken. The Farewell. War der nicht sogar nominiert für irgendwas? Ich glaube ja. Irgendwelche Preise. Ich möchte übrigens ganz kurz anmerken, dass bei Netflix seit 10.04., also seit 2 Tagen, gibt es den Breakfast Club. Oh, sehr gut.
Und der weiße Hai 2 und der weiße Hai 3 und der weiße Hai ja. und alles auch. Also die weiße Hai-Sachen habe ich schon auf meiner Liste. Und Breakfast Club, den kann man immer gucken. Die habe ich alle hier. Ja. Ich habe den weißen Hai. Die 1 habe ich sogar irgendwie, ich drehe mich gerade um hier, habe ich in mehreren Editionen. Du bist ja auch ein Hai-Verrückter. Ja, ja, nee, klar. Vor allem der weiße Hai, Steven Spielberg, der erste, der war der Wahnsinn. So gut, der Film. Mhm. Und in einem Land vor unserer Zeit. Oh, das Gott, ist nein, da heule ich nur wieder. Das ist nicht ganz so meins. Aber der weiße Hai, die laufen auch oft auf Sky, auf TNT, auf diesem Sender. Ja. Habe ich die auch öfters mal gesehen. Breakfast Club, ja, kann man auch mal gucken. Und fehlt nur noch Club der Toten Dichter. Oh, dann, Captain, my Captain. Ja, mit Robin Williams. Sehr toller Film. Und reißt die Trauer aus den Büchern. Sehr toller Film. Aber es gibt ja auch tolle Serien. Da gucken wir da jetzt mal rein. Serien. Du bist also auf den Hype-Train aufgesprungen. Ja, ich was wollte mir das machen. Also, ich muss mal ganz kurz ein Vorwort dazu sagen. Ich habe ja in meinem Bekanntenkreis auch viele Leute, die immer so ein bisschen ja, über mich lächeln und so, weil ich hier viele Filme gucke und vielleicht Serien und so weiter. Aber jetzt in dieser Quarantänezeit scheinen irgendwie jetzt alle irgendwie Netflix und Amazon Prime entdeckt zu haben, ne? Und da kommt ständig so, ey, hast du das schon gesehen? Ich dachte, nee, wann soll ich denn das alles gucken? Also das, was die immer sagen, wenn ich sage, ey, hast du das schon gesehen? Ja, das muss ich jetzt sagen schon, weil, und da haben selbst, also ich habe jetzt mit einem Kollegen letzte Woche telefoniert, der hatte mich gefragt, also der ist nicht aus Deutschland, der hatte mich gefragt, ey, hast du hier die Serie gesehen, die der Chris gleich vorstellen wird? Da habe ich auch gesagt, nee, ey. Also der Hype ist wirklich all around, ne? Also dieser... Also stell mal deine Serie vor, um welche handelt es sich überhaupt? Es handelt sich um die Serie mit dem Netflix-Serie mit dem schönen deutschen Titel Großkatzen und ihre Raubtiere. Oder wie es im Original heißt, Tiger King, Murder, Mayhem and Madness. Oder einfach nur Tiger King. Das ist so die Abkürzung. Es ist eine Documentary-Crime-Serie. Ich habe jetzt die erste Folge mal angeschaut, weil ich habe es überall irgendwie so... Wie du es gerade schon gesagt hast, es ist überall irgendwie aufgeploppt und da habe ich gedacht, jetzt guck ich mal noch rein. Und ach du Scheiße, ist das abgefahren. Also es geht um, wie nennt er sich selber? Gott, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich kann dir nicht helfen. Joe Exotic. Joe Exotic heißt er. Also den Nachnamen hat er sich selber gegeben. Joe Exotic, der hat eine Tigerfarm mit über 200 Tigern und ist da auch so großkatzenverrückt und will halt den Menschen so zeigen oder die Tiger so nah bringen wie möglich und man kann dann auch Fotos machen mit Tiger Cub Babys mit Tiger Cubs, ne? Das ist also so ein Foto, wie ich tatsächlich auch habe, aber ich habe es aus dem Australia Zoo und es war bei weitem nicht so teuer, weil der Park bei dem kostet Eintritt zwischen 350 und schlag mich tot wie viel Dollar. Und da sind halt manche, da rennen die ganzen wohlbetuchten Rednecks rennen da rein. Also es ist ganz, ganz arg heftig und dann denkst du nur so, Alter, wie abgefahren ist das denn? Und sein ganzes, seine ganzen Leute um ihn herum sind auch so völlig abgefahren. Und dann gibt's noch die Gegenspielerin Carol Baskin von Big Cat Rescue, die hat also da dieses Gegenstück und sagt, hey, oh, die Tiere werden da nicht richtig gehalten und das ist total tiereverachtend und nicht gut für die armen Tiger und was weiß ich was alles und möchte da die eigentlich retten. Und die haben da so eine Privatfehde und ich bin jetzt noch nicht so weit. Also wie gesagt, ich habe die erste Folge, aber es geht dann wohl wirklich darum, dass es dass ein Mord passiert ist und eben der Joe Exotic ins Gefängnis kommt sogar. Oder auch aus dem Gefängnis dann anruft. Und jetzt kommt der Witz an der Sache. Das ist alles eine wahre Geschichte. Die spielen sich alle selbst. Das ist alles so passiert. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, so leck mich doch am Arsch. Was ist eigentlich in den USA teilweise falsch gelaufen? Also ich habe jetzt die erste Folge gesehen und boah, also ich denke, es ist eher wirklich was für Kate, weil es halt... Ja, ist eine Krimi-Doku über Tiger. Oder mit Tigern. Ja, aber ich dachte, der Typ steht im Vordergrund, nicht die Tiger.
Na, es geht um die Geschichte, was da passiert ist, um diesen Vorwurf des Mordes oder dass das ein versuchter Mord oder Auftragskiller beauftragt. Ja, Leute, ne? Also und die haben ja nun mal Raubkatzen da, ne? Da kann man gut Leute verschwinden lassen. Ja, das ist halt, ja. Genau, das ist das Nächste. Yummy. Also, es ist wirklich abgefahren. Ich hätte es echt nicht gedacht. Es ist total abgefahren, was halt wirklich auch mit diesem, so dieser Doku-Stil auch ist. Dann kommen immer wieder mal so Interviews rein, werden reingeschnitten und dann immer so Aufnahmen mit, oh ja, hier, ja, wir haben die Polizei gerufen, weil da ist wieder einer von PETA, der irgendwelche Fotos macht und wir halten den jetzt fest und was weiß ich was und die örtliche Polizei, wie die auch drauf reagiert, weil sie genau wissen, hey, wenn wir da das irgendwie das Areal stürmen oder da mal aufräumen, dann hat er auch schon hier so angekündigt, ich weiß nicht mehr, wo es war oder wie es hieß, aber auch so ein zweiter Fall wie so eine Kleinstadt, wo einer mit dem Panzer aufgefahren ist und auf die Polizei und alles geschossen hat. Das hat Joe Exotic schon angedroht, dass er, wenn die Polizei zu ihm kommt, dass er das auch macht. Und also völlig abgefahren. Völlig abgefahren. Dieses aufkommende Hype um diese Real-Crime-Dokus, wird es da so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, oder? Nee, eigentlich nicht, weil es ist wirklich so eine Real-Crime-Doku. Also was ich gehört habe, ja, aber du hast gerade gesagt, die spielen sich alle selber. Ja, der spielt sich nicht selber. Vielleicht zur Erklärung, was ich gelesen habe darüber war, dass der Regisseur von dem Ganzen, der wollte eigentlich nur diese Tigerfarm mal so filmen. Und dann haben sich aber diese absurden Sachen da abgespielt, wirklich mit diesem Mord und alles. Und der ist halt einfach da dabei geblieben und dran geblieben und hat da wirklich was ganz Krasses da irgendwie aufgenommen. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Irgendwie jeder kommt zu mir und ich mag das eigentlich nicht, wenn dann so Riesenhype ist um irgendwas. Ja, auch nicht, deswegen. Aber das soll wohl echt wahnsinnig gut sein. Es ist wahnsinnig abgefahren. Also ich finde es wirklich wahnsinnig abgefahren. Das ist echt, das ist nicht gespielt, Kate. Okay. Das ist quasi das klang gerade, weil der Chris gesagt hat, sie spielen sich alle selber. Ja, die sind alle selbst, die Dokumentar, also Dokumentarserie, ja, kein, nicht aber scripted. Es klang wie, ja. Wie eine Serie, die so gemacht ist wie eine Dokumentarserie mit Absicht, aber eigentlich fake ist. Nee, es ist eine wirkliche Dokuserie. Dann spielen sie sich aber nicht alle selber. Ja, okay, also die Charaktere gibt es wirklich. Es ist ein Real-Life-Doku. Ja, genau. Okay. Ja, ich habe es nur nicht ganz verstanden gehabt. Habe ich das falsch ausgedrückt? Entschuldigung. Vielleicht habe ich es nur falsch verstanden. Ist ja wurscht, auf jeden Fall. Joe Exotic wird uns gleich noch begleiten hier in dieser kleinen Sendung hier, aber unfassbar. Ja. Also, ich bin noch anderweitig beschäftigt. Ich kann jetzt nicht was anderes anfangen. Ich glaube, wenn du es anfangen würdest, würdest du es zu Ende gucken. Und zwar alle 7 Folgen. Bin mir relativ sicher. Ich will noch einmal gucken. Das ist wieder Erik, der sagt auch, da ist so ein riesen Hype drum. Ich mag das nicht. Wenn alle sagen, oh Gott, das ist der Wahnsinn, das musst du gucken, dann verliere ich die Lust dran. Bei mir ist es vor allem die Sache, die auf mich zukommen, sind wie gesagt irgendwelche Leute, die sonst gar nicht so viel mit Serien am Hut haben, wo ich das Gefühl habe, okay, die haben jetzt einmal eine Serie geguckt, die ihnen gefallen hat und drehen da völlig am Rad und das ist was toll abgefahren ist und so. Aber wo ich denen damals Game of Thrones empfohlen habe, irgendwie so Jahre bevor es im Fernsehen kam, ja, da haben sie gesagt, will ich nicht gucken. Ne? Und dann irgendwie so 2 Jahre später, oh geil. Hast du schon gesehen? Naja, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Das ist jetzt mir einfach zu viel Hype. Da muss ich einfach mal reingucken jetzt und die ganzen Memes, die da rauskommen und so. Ja, das ist das Nächste. Den gehe ich erst gar nicht mehr auf Nein Gag. Tja. Ich habe auch noch eine Serie geschaut, weil wir nehmen ja bald wieder Fortsetzungen folgt auf und da war eine dabei, die hat überhaupt keinen Hype, glaube ich. Ist aber auch eine neue Serie, die auf Netflix ist. Die heißt The Break. Originaltitel La Trêve und ist eine belgische Serie. Meine Lieblingsdarstellerin aus Belgien spielt nicht mit, gleich vorangestellt. Oh. Die Serie dreht sich um den Inspektor Johan Peters, der hatte was Schlimmes zu überwinden, musste aber wieder in den Polizeidienst zurückgehen, weil ihm da teilweise auch nicht so richtig geglaubt wurde, ob er da jetzt irgendwie einen psychischen Knacks davongetragen hat von seinem Schicksalsschlag, den er hatte. Das will ich jetzt mal nicht weiter ausführen, was es ist. Kommt erst relativ spät raus.
oder nicht. Er ist jetzt wieder im Polizeidienst und da kommt ein junger Polizist zu ihm und sagt, das glaube ich auch sogar an einem Osterwochenende vielleicht sogar, also irgendwie ist da Feiertag und er klopft bei ihm zu Hause, sagt, hier, können Sie mir mal helfen, ich soll da bei einem Mord ermitteln, ich habe noch nie eine Leiche gesehen, ich bin total aufgeregt und Sie sind doch so ein Erfahrener und Sie sollen da jetzt auch wieder zurückkommen. Und ja, dann hilft er ihm, also er geht dann mit und stellt dann fest, dass da doch noch sehr, sehr viel mehr dahinter steckt, diese Leiche, die da gefunden wird in dem Fluss, den die dort haben, wird am Anfang relativ schnell abgetan als Selbstmord, aber der Inspektor erkennt schon relativ schnell, dass Selbstmord kann irgendwie nicht ganz sein. Es kommt auch noch dazu, dass es sich hier um einen Schwarzen handelt, sagt man das so, also dunkle Hautfarbe, sagen wir es so. In dieser Kleinstadt, da gibt es ein paar seltsame Tendenzen auch und so fängt er an zu ermitteln und dringt dann immer tiefer in die Kreise der Gesellschaft dort vor und dieses Mordopfer, der war auch Fußballspieler, der hat dort bei so einem kleineren Verein gespielt und ist dort auch aus irgendwo aus einem afrikanischen Land vorher geholt worden von einem Schlepper und ist dort untergekommen. Also da ist noch einiges im Argen, was da liegt und auch die ganze Gesellschaft dort, was die teilweise so treiben hinter verschlossenen Türen, ist ganz absurd und also fast so ein bisschen so ähnlich wie bei irgendwelchen skandinavischen Krimis und so. Hier aber halt in Europa. Ich bin jetzt noch nicht bei der letzten Folge oder bei den letzten Folgen, aber ich bin schon relativ weit und es gefällt mir sehr gut. Macht sehr viel Spaß, da dran zu bleiben. Ist sehr spannend. Ist wirklich eine schöne Krimiserie. The Break. Deutscher Zusatztitel. Jeder kann töten. Und guckt da mal rein auf Netflix, falls ihr keine Tiger sehen wollt. Tiger gibt's da nicht, glaube ich. Ich habe gerade durch Zufall was Lustiges entdeckt, Erik. Das war Lustiges wie The Break, wo jemand zu Tode kommt. Nee, aber ich habe gerade bei Netflix rumgeklickt und habe festgestellt, du mochtest doch die Serie Afterlife. Ja, mit Dings hier. Ja, mit, 24. April kommt die zweite Staffel. Das ist ja quasi bald. Ja, deswegen dachte ich, sage ich dir das jetzt kurz. Ja, ist gut. Okay. Ist gut, da, das werde ich dann mal weitergucken. The Break kannst du dir mal vormerken. Das ist eine schöne Krimiserie. Ich finde auch die Schauspieler sehr gut, die da mitspielen. Die machen echt Spaß, im Gegensatz zu manchen anderen belgischen Darstellern. Also es zeigt, dass Belgien doch noch mehr zu bieten hat als diese Yolande Moreau. The Break. Netflix. Okay. Mehr davon, auch die Meinung von den anderen dann in der nächsten Folge. Fortsetzung folgt, wo wir auch noch zwei andere Serien besprechen, die ich jetzt nicht verraten werde. Müsst ihr reinhören. Okay, was haben wir denn noch? Spannung! Keine Games haben wir. Nee. Ja, nee, wir warten ja noch zwei Tage, ne? Ja, ich muss dann wieder arbeiten. Ich bin dann sogar drin im Büro. Aber da bin ich alleine. Im Büro innen drinne. Da sind ganz alleine. Sind weniger Leute bei mir im Büro als hier zu Hause. Das ist nur sicherer. Ja. Sehr geil. Dann machen wir mit der Musik weiter. Music. Das ist so schlecht. Oh mein Music. Gott. So, Kate, was hast du denn da? Den kenne ich nicht. Ich habe einen ganz, ganz schönen Song ausgesucht. Von Rachel Platten, glaube ich, spricht man das aus? Platten? Fight Song. Also bestimmt schon mal im Radio gehört. Kann sein. Sagt mir jetzt vom Namen her nichts. Kann es aber jetzt nicht anspielen. Ich habe es mal auf die Playlist gepackt. Die heißt Kinocast Songs. Den könnt ihr folgen auf Spotify. So. Chris, was hast du? Ich habe von Eddie Cochran Come On Everybody. Ist das was ich denke, dass es ist? Come on, everybody. Come on, everybody. Dum, 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 ja, unter anderem gerade zu hören im Wastelanders-Trailer im neuen für Fallout 76. Ich finde es gerade nicht bei Come on, everybody. Oder ist das irgendwie anders geschrieben? Ja, C apostroph mon everybody. Nee, ich habe unter Eddie Cochran Everybody gesucht. Warte mal, ich suche mal hier. Hier ist der.
Hier ist der. Ach, hier. Such doch einfach nach Eddie Cochran, da kommt's auch. Ja, jetzt habe ich es gefunden. So rum geht's. Was stimmt mit der Suche nicht? Okay, ist drauf und ich habe Wolfsheim Once in a Lifetime. Denn die ersten, Textteile, die ersten Sätze, die da kommen, die passen zu dem Sneakfilm, den wir hatten. It's getting dark too soon. Ja, das packe ich hier drauf. So. Mache ich jetzt gleich live. Und dann ist das auch schon drauf bei uns auf der Playlist, die ihr anhören könnt. So, jetzt ist drauf. Dann sind wir eigentlich durch für heute, oder? Gibt's noch irgendwas? Nö. Nö. Dann schauen wir bis nächste Woche wieder viele Filme und Serien und hören uns dann nächste Woche wieder. Bleibt alle gesund, ihr auch. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.